Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Sibils und heute sind wir in der Pestzone unterwegs. Ihr seht es schon hier am Auswahlbildschirm. Heute spielen wir Shakes and Fidgets. Mal wieder. Schauen wir mal wieder nach langer Zeit rein. Ihr seht schon und mein erster Char. Hier das Sibils, Stufe 314. Mittlerweile spielen wir das Spiel ja schon, ja, ich sage jetzt einmal ein Jahr. Ein gutes Jahr. Ne? Und dann seht ihr mal auch die anderen Charts, wo ich da mal gemacht habe, was da so geht. Fangen wir mal an. Gehen wir der Reihe einfach mal ein wenig durch. Holen wir unsere Tagesbelohnung. Gehen wir gleich mal hier rein. Da, wo die ganzen Ausrufezeichen sind, da kann man was machen. Also kann man aufrüsten sozusagen. So, und hier sehen wir mal die Dauer. Also es sind wirklich Echtzeittage dann. Ne? Oh, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Da können wir ja schon mal Edelstein suchen machen. So, was brauchen wir hier? 4,5 Stunden, das können wir mal machen. Dann brauchen wir ein bisschen Holz. Können wir mal gucken, ob wir andere angreifen können. Gut, okay. Nee, nicht okay. Das sind die Kosten, wenn man durchwechselt. Nicht geklappt. Dann können wir da mal drauf gehen. Okay. Bilden wir gleich wieder aus. Und dann können wir hier gleich einmal das nächste weghauen. Also das sind letztendlich Verbesserungen für die Kämpfer, ja, für die drei hier. Kampfmagie auch noch geben. So. Dann haben wir das schon erledigt. Dann gehen wir hier Angriff. Gehen wir mal nach 2. Man kann dann auch theoretisch ein Raid machen, aber kostet dann 10.000. Haben wir jetzt nicht. Lust, ein paar Goldstücke zu verdienen? So, das ist der Wachdienst. Den können wir grundsätzlich mal auf 10 Stunden stellen. Maximum. Na, du Trampel? So, und hier erledigen wir unsere Abenteuer. Vorausgeeilt oder war ich zu schnell? Jeden Tag etwas Neues hier. Das sind dann unser Geld, unsere Erfahrungspunkte und die Zeit, wo wir dann warten müssen. Ich habe ja genügend Sanduhren, da kann ich das abbrechen, die Wartezeit. Ich muss dir etwas zeigen. Und kann dann natürlich auch hergehen. Und es dementsprechend schön durchklickern. Schön, dich zu sehen. Lasst uns reden. Schön, dass du wieder da bist. Was willst du? Wir müssen reden. So. Das heißt, also hier seht ihr dann euer Gold. Eure Silbermünzen, falls ihr welche habt. Dann eure Sanduhren und eure Pilze. Pilze sind die Währung in diesem Spiel. Dann können wir gleich mal gucken, was hier die Kämpfe machen. Vorher gucken wir beim Händler, ob wir irgendwas brauchen. Oh, alles noch da. Dann können wir gleich hier nochmal auffüllen.
Mit Pilze könnt ihr das Angebot durchscrollen, so zum Beispiel. Ja. Dann kriegt ihr neue Angebote. So, und dann gehen wir mal wieder rein. Zack, zack. Ja, hat nicht ganz gereicht. So, und jetzt sind wir ein Level aufgestiegen. Gut. Brauchst du was? Hier könnt ihr Pilze kaufen, ja, oder Sanduhren tauschen, je nachdem. Tipp, geht da auf die Homepage von Shakes and Fidges, dann spart ihr 20%. Definitiv. Und das kann schon viel ausmachen. Ne? Also mal 119 oder 100 bezahlt, ist schon eine andere Hausnummer. Wobei ich auch die großen Pakete doch schon sehr heftig finde. Vom Preis her, mal so ein Fünfer oder so kann man ja machen, aber 100 Euro überlegt man sich schon. Sogar ich mache das. So, dann haben wir hier unsere Fortschritte. Da sieht man dann, was man alles machen kann. Ja. Schön, dich zu sehen. Zum Beispiel am Glücksrad drehen. Ja, haben wir 3 Pilze wieder gewonnen. Gehen wir hin und dann, zack, haben wir eine Glocke erreicht. Bei 5 Glocken, 10 Glocken, 13 Glocken kriegen wir dementsprechend Bonus. Klasse Dämonenjäger, okay. Gucken wir mal. Wohl nicht mein Tag heute. So. Ein Bier in der Taverne, das dürfte man hinkriegen. Bier ohne Zelt ist wie Fuß ohne Pilz. Also schnell ein Bier und... Hallo. Ah, da bist du ja. Bald ist der Bogen überspannt. Da ist noch gar nichts überspannt, Mädel. Schön, dass du wieder da bist. Hallo. Auf der Suche nach einer Aufgabe. Ich habe einige interessante Aufträge. Was war das jetzt? Na egal. Schön, dich zu sehen. Hallo. Auf der Suche nach einer Aufgabe? Willkommen! 20 Tage haben wir auch unser Reittier, das funktioniert also. Auch soweit alles in Ordnung. Gut, dann gehen wir ran. Hast du Lust, zuletzt die Schicht zu übernehmen? Mache ich dann immer noch die Schicht. Goldstücke zu verdienen? Und dann gehe ich zum nächsten. Zack, zack, zack. Schnell. So, sind die 4 Stunden beschäftigt. So. Wie machst du das? Ah, hat sie schon Hast mal du gemacht. Lust, meine Schicht zu übernehmen? Es gibt Wichtiges zu bereden. Ich muss dir etwas zeigen. Ah. Das haben wir hier am Meine Waren Blümchen. Sind die besten. Unser Rucksack ist voll.
Aber ihr seht jetzt, wie das dann halt echt schon durchgeht, bis man da mal den richtigen hat. Ja. Das reicht mir jetzt auch schon. So, da haben wir einen Bonus. Dann könnten wir gucken. Schön, dass du wieder da bist. Na, drehen wir einmal. Jetzt haben wir hier natürlich wieder ein bisschen mehr. Ne? Kann man dann immer wieder gucken, ob man dann irgendwo genügend hat. Es wird aber einem dann auch angezeigt mit dem Ausrufezeichen. Das ist also auch nicht so schlecht. Hier haben wir natürlich wieder einen Pilzhändler. Was willst du? Jeden Tag etwas Neues hier. Ah, da bist du ja. Ich schütze die Also hier kann man immer die drei Angebote anschauen, die man hat, und dann kann man sich für sich das Passende wählen. Ne? Welt. Ist mir mein Ruhm vorausgeeilt oder war ich zu schnell dafür? Ich suche jemanden für ein Abenteuer. Lust, ein paar Goldstücke zu verdienen? Meine Schicht ist vorbei. Willst du übernehmen? Damit das Mögliche entsteht, musst Seht du ihr? immer wieder das Hier seht ihr Unmögliche ein versuchen. Ausrufezeichen, da wisst ihr, es ist eine Nachricht da, zum Beispiel. Und so ist es dann auch bei allen anderen, wenn ihr da was machen könnt. Jetzt gehen wir mal in den Dungeon rein. Im Endeffekt sowas wie Abenteuer, nur halt, ja, spezialisiert, würde ich jetzt einmal sagen. Shake and Fidget ist halt ein klassisches Click and Point Abenteuer. Mal so für zwischendurch ganz nett. Es ja. lebt eher davon, dass man dann mehr oder weniger täglich mal eine halbe Stunde in dem Spiel drin ist. Und dann war es das auch wieder. Weil man hat sich halt sehr schnell durch die ganzen Aufgaben geklickt, muss man einfach sagen. Wenn du gestorben bist, dachte ich, müsste ich dich dann sehen wir hier nicht wieder. Pilze dann mein Leben auffüllen oder ich warte eben. Ja. Je nachdem. Gehen wir mal da ran. Großes Hause. Bla bla bla. Okay. Nichts Weltbewegendes. Lust, ein paar Goldstücke? Können wir weitergehen. Dritte. Na, da kann man zum Beispiel auch ein Raid machen. 10.000. Zack, bumm.
Das ist mir ein bisschen zu teuer zum Abbrechen. Brauchen wir bei Stufe 14, also 2 Tage und 5 Stunden braucht es noch. Hast du Lust, meine Schicht zu übernehmen? Auf der Suche nach einer Aufgabe? Lasst uns reden. Auf der Suche nach einer Aufgabe? Neues hier. Wir können einander helfen. Was willst du? Psst. Hallo. Bier ohne Zelt ist wie Fuß ohne Pilz. Also... Wir müssen reden. Ah, da bist du ja. Auf der Suche nach einer Aufgabe. Was denn? Genau du. Brauchst du was? So. Können wir hierher gehen? Zu den Haustieren. Mal schon wieder was aus dem Ei geschlüpft. Oh, gleich 2. Mal antreten lassen. Hab verloren. Ja, das sind die Wassertiere. Haben wir auch schon einige. Mal wieder in der Arena. Haben wir auch wieder verloren. Ein bisschen voll, okay. Ich glaube, ich drehe. Kann ich dir helfen? Da ist ja wirklich alles voll. So. Tun wir mal verkaufen. Da haben wir doch noch Platz. Zerlegen können wir hier auch schon. So, das, auch das nur, hat sich gut geboten. Ja.
Bewegendes. Hast du Lust, meine Schicht zu übernehmen? Lohnt sich das? Ich weiß nicht. So. Da zeigen wir das mit Pilze. Bisschen Verbesserung haben wir. Reicht es schon? Schauen wir mal. Wie machst du das? Da haben wir jetzt das. Da haben wir neue Gegenstände, haben, können wir die wieder verzaubern. Gegenstand ist verzaubert. Gegenstand ist verzaubert. Gegenstand ist verzaubert. Du betrittst den Dungeon. Danke. Schon wieder. Können wir ja in den Dungeon. Noch nasse, matschige Spuren führen tiefer. Viele, die leben, verdienen den Tod. Unheimliche Symbole erscheinen. Das ist ja der Wahnsinn. Also wortwörtlich deinem Wahnsinn entsprungen. Du spürst die eiskalte Berührung. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem guten Tauschgeschäft. Die Existenz eines solchen Wesens halten viele für höchst. Du fühlst dich beobachtet. Ein fischiger, salziger Geruch steigt in deine.
machst dich zum Kampf bereit. Nun liegt es an dir, die falsche Entscheidung. Nimmst du wahr, wie dein Verstand langsam zu wanken beginnt? Heute sind alle Gegner gegen dich. Als richte sich das Universum. Kämpfe, sonst hast du später nichts zu erzählen. Du bemerkst, wie die Du betrittst den Raum, in dem der Erzähler sitzt. Er bietet dir einen Doch das war eine fatale Fehlentscheidung. Mit jedem deiner Schritte klingt Pfui, tritt da bloß nicht rein. Ein Kultist. So, dann hätten wir das eigentlich hier auch schon durch. So, unser erster Char. Was denn, schon Feierabend? Oh, wir haben kein Reit hier. Willkommen in meinen Stallungen. Der Drache ist mir zu teuer. Ja. Auch hier selbes System wieder, aber es wird halt immer mehr, ne? Was man da findet. Hallo. Wir müssen reden. Aha, da bist du ja. Auf der Suche nach einer Aufgabe? Ah, da bist du ja. Willkommen. Da bist du ja. Ich suche jemanden. Was denn? Ich muss dir etwas zeigen. Bier ohne Zelt ist wie Fuß ohne Pilz. Dafür auf der Suche nach. Aha. Was denn, schon Feierabend? Da seid ihr ja. Kannst du mir helfen? Thank you.
Ich habe da mal gesehen, was ich schon da für eine Sammlung zusammen habe. Aber wie gesagt, über ein Jahr spiele ich den Chao schon. Da gibt es dann schon mal 2 Millionen, wenn man so lange gespielt hat. Da sind wir in der Unterwelt. Habe ich schon ziemlich alles ausgebaut. Das Einzige, was noch geht, ist hier das Geld, aber 162 Millionen Seelen ist schon eine Menge. Na, pro Tag kriege ich etwas so eine halbe Million zusammen. Das heißt, 23 fehlen, das sind also dann noch 46 Tage. Da habe ich auch schon ziemlich alles auf höchsten Stand. Der Palast ist halt noch der, der ein bisschen was braucht. Ja. Guten Tag. Könnte man nehmen. Wenig gehört, das manchmal können wir ändern. Muss man hier noch ein kleiner Tipp. Ein Kultist. Du spürst, dass du hier nicht allein bist. Schweres, dumpf zu Boden fällt. Verbotene Beschwörungsformel. Seine Präsenz erfüllt dich mit unerklärlicher Angst. In solchen Situationen ist es manch tot.
lauter Winkel und unergründete Tiefen sollten besser. Hier hat wohl ein äußerst gemeiner Fallensteller. Erlöse diese verlorene Seele. Oh. Ich denke, gut. Die Monster haben heute der Schlüssel zum Erfolg. Liegt in einem guten Tauschgeschäft. Du hast das Gefühl, einen großen Fehler begangen zu haben. Die Luft riecht nach Tod. Kommst du nur dieses Ungetüm, kommt dir gerade gelegen. Du fühlst dich klein und um hier weiterzukommen, musst du alle Steine aus dem Weg räumen. Vor dir liegt dein Verderben. Stimmen aus unendlichen Tiefen schreien. Durchdringt gezielt deinen Geist, als kenne es deine tiefsten Ängste. Meine tiefsten Ängste, das bezweifle ich. Vorbei. Aber fast zum Endgegner geschafft. Fast. Na, ein Tag und vier Stunden haben wir noch. Ich muss dir was zeigen. Das ist das Profi-Paket, ne? Mit 119 Euro. Pff, können sie mich gern haben. So viel Geld gebe ich da nicht aus. Gummi. So. Knusper, Knusper, Gegenstand ist verzaubert. Leasen ist das neue Kaufen. Lust, ein paar Goldstücke zu verdienen? Hast du Lust, meine Schicht? So. Zwölf Tage braucht der Ausbau schon. Machen wir erst einmal das hier und das hier. Kann das mal bauen. Das ist alles so ungerecht. Die Unterwelt auch gleich noch mit. Wir müssen reden. Kennt ihr euch hier aus?
Aufgabe. Wir können einander helfen. Ich habe dich schon erwartet. Was willst du? Hallo. Lasst uns reden. Auf der Suche nach einer Aufgabe? Bier ohne Zelt ist wie Fuß. Ah, da bist du ja. Schön, dass du vorbeikommst. So, dann kämpfen wir hier noch einmal. Da noch einmal. Damit das Mögliche entsteht, wie Phönix aus der Asche. Bist du da? Zeit, ins Netz zu gehen. Du verspürst eine ungewöhnliche Stärke. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem guten Tauschgeschäft. Ein wahnsinniges Gelächter erfüllt den Raum. Etwas zerrt Für jeden Gegner, den du niederstreckst, kommen zwei neue. Du hast das Gefühl, kann ich dir helfen? Ein kurzer Dreh tut niemand weh. Stopp, stopp! Du machst mich... Lust, ein paar Goldstücke zu finden? Hast du Lust, meine... So, vorletzte.
draußen reden. Da seid ihr ja. Es gibt Wichtiges zu erleben. Lasst uns reden. Ich habe einige interessante Aufträge für dich. Ja? Ich will nur das Beste. Da seid ihr ja. Als du hier noch ein kleiner Tipp. Du kennst keine Worte, welche die Schrecken dieses Monsters unvorstellbare Kräfte lassen den Blut. Das leise Summen wird laut, ein ständiges leises. Du hast den Pfad der Weisheit verlassen. Es führt kein Weg mehr zu. Für eine Flucht ist es vielleicht schon zu spät. Du trittst deinem Schicksal entgegen. Oh, jetzt sind wir beim Endboss. Das nehme ich eigentlich immer. Boden ist Lava. Die Dunkelheit ist das Einzige, was zwischen dir, dein Herzschlag beschleunigt sich, während dich... Dieses Wesen liegt jenseits des gesunden Verstandes. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem guten Tauschgeschäft. Den Tod als Gewissheit, geringe Aussicht auf Erfolg, dein einziger Begleiter ist die Angst. Nasse, matschige Spuren. Du bemerkst, wie die Grenzen der Realität zu... Folge nicht dem Ruf in die Abgründe des Wahnsinns. Pfad der Weisheit verlassen. Eine Bärenfalle? Hier gibt es doch überhaupt. Du hörst, wie etwas Schweres dumm. Nun liegt es an dir,
die falsche Entscheidung. Denk an die Konsequenzen deines Handelns. Ab jetzt heißt es vorsichtig sein. War nett, dich kennengelernt zu haben. Das leise Summen wird lauter. Es trägt die Botschaft. Hier hat wohl ein äußerst gemeiner Fallensteller. Seine Präsenz erfüllt dich mit unerklärlicher Angst. Okay, Flucht ist gescheitert. Das Rad des Schicksals. Guten Tag. Profi Plus Paket, 60 Euro. Ja. Dann wisst ihr mal, was Pilze kosten. Lust, ein paar Goldstücke zu verdienen? Hast du Lust, meine Schicht? Meine Schicht ist vorbei. Damit das Mögliche entsteht. Lust ein paar... Verdammt, schon wieder gewonnen.
Hast du Lust, meine Schicht zu? Was willst du? Was denn, schon Feierabend? Mein Mut und meine Stärke. Es ist euch eine Ehre für mich. Mein Mut und meine Stärke sind euch wohl bekannt. Kennt ihr euch hier aus? Etwas Neues hier. Psst. Hey. Lasst uns reden. Gegenstand ist verzaubert. Willkommen. Zieh deine Waffe. Diese Vorrichtung sieht gefährlich. Seine Präsenz erfüllt dich mit unerklärlicher Angst. Ein fischiger, salziger Geruch steigt in deine... Du hast das Gefühl... Nichts Gutes. Geschafft ist geschafft. Wer hier baden geht, kommt beseelt wieder heraus. Dein Herz rast. No. Lust, ein paar Goldstücke zu verdienen? So, und dann sind wir schon durch. Shakes and Fidges ist eigentlich free to play. Man kann das kostenlos spielen.
So für zwischendurch ganz mal nett. Aber auf Dauer kann es natürlich schon, wenn man dann Pilze kauft, regelmäßig ins Geld gehen, muss man sagen. Also da muss man schon wirklich standhaft dann bleiben und dann halt nur rein Free-to-Play dann spielen. Na, aber es ist mal eine schöne Abwechslung für zwischendurch. Für den einen ist es was, für den anderen nichts. Aber naja, so ist es ja mit jedem Spiel. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Video, euer Seri. Ciao, ciao.